Guten Tag, meine Leute. Willkommen zurück zu meiner Luigi Superstars Saga. Im letzten Part haben wir Luigi verloren und jetzt wollen wir ihn wohl retten. Und da wäre er doch schon. Na, das ist doch mal ein schöner Part. Oh, Donkey Kong Time. It's Donkey Kong Time. Das ist noch eine nette Hommage, oder? Ho! Aua! Hot! 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 Hopp! Aber das ist doch mal echt cool, wie die da wieder mal ein altes Spiel reingebracht haben. Als Hommage. An Erinnerung. Eine Erinnerung an die alten Zeiten. Back in the old days. It wasn't Donkey Kong, it was Kong Dong. Donkey Kong Dong. Luigi! Help! Oh! Wie nützlich! Oh, das ist aber sweet, Brüderliebe. Oh. Okay. Na dann, geh mal weiter und dreh den nächsten Spiegel. Yeah. Oh. Also, okay. Na dann, haben wir hier Mario. Und it's time for a bit of a Electro. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ach, geht doch aber. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Okay, gut. Habe ich das nicht auf den Kreis umgestellt? Ach, ich weiß nicht. Naja. Dann stellen wir es halt nochmal auf den Kreis um. Tötet mich jetzt auch nicht. Sesam, öffne dich. Vorbereitung beendet. Meisterin, wir können die Sternbohne jederzeit im Klang von Presets in Peach Stimme aussetzen. Endlich wird sich die Welt vor mir verneigen! Okay, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Okay, Super Pilz, Super Pilz. Hopp, hopp. Gut, ich würde sagen, wir speichern, nachdem wir uns heilt haben. Und dann wäre es wohl bereit für den Kampf gegen Luke Miller. Bitch. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Peach, Stimme ab. Hä? What the hell? Warum ist er wütend? Okay. Wieso? Warum? Ein unerwartetes Ereignis. Was wird aus unserer Plan? Ihr wagt es uns in dieser Situation zu stören? Wir haben keine Zeit mehr zu spielen. Aber warum eigentlich nicht? Wenn ihr es so wollt, dann kommt doch. Ich boost euch zurück in ein Pilzkönigreich. Leute, der Kampf gegen Luke Miller hat begonnen. Hua, hua. Sie fängt an, indem ihr... Toll! 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 Oh. Welches ist mein wahres Ich? Wer weiß es? Ihr? Nein! Also als allererstes beginnt Luke Miller uns mit dem Tonnenfluch zu belegen, natürlich. Aber jetzt müssen wir wissen, wer die echte Luke Miller ist und das ist... Oh! Pff. Aua! Ah ja. Dann... Macht sie einen auf Dracula mit ihren Dingens.
Gut, dann halten wir noch schnell Luigi mit dem, von dem Fluch weg. Hario hat auch mal kurz geheilt. Ja. Toll, wir greifen nicht an, sondern heilen erstmal. Aua! Ho! Okay, Lugmela. Are you ready for this? Gut. Ha, ja, gut. Da! Okay. Und jetzt glaubt ihr sicher, ist das etwa schon der Final Boss? Keine Ahnung. Wir müssen es herausfinden, was nach der passiert. Weil ja, keine Ahnung, könnte sein. Ich meine, Lugmela ist der Bösewicht hier. Also ja, könnte sein, dass das schon der Final Boss ist und dass wir bald das Let's Play beenden. Naja. Ich weiß nicht. Die da. Meine Fresse, bin ich heute gut mit dem Raten. Hot. Hot. Hot, hot. Bam. Gut. Also gut, Lugmela. Hua! Ha, ja. Man muss einfach wissen, wann sie angreift und wie sie angreift und was sie angreift. Aber wenn man den Dreh raus hat, ist es relativ nett und lustig. Lustig. Ha, hü. Hü. Ha, hü. Aber ja. Ist ein netter Bosskampf. Und ja, mir fällen die Worte. Wir müssen halt Lugmela töten. Die in der Mitte ist es, sage ich euch. Muhaha. Hop. Hot. Hä? Hey. Das könnte jetzt ein längerer Part werden, wenn ich hier so lange rumgurke. Aber ich weiß nicht. Ist ein netter Bosskampf und... Der verdient auch eine Länge. Also ja. Also ja, da tische ich dann. Mitte. Zack. Toll. Na, das ist doch toll. Budumtsch. Gut, die obere. Ach, und jetzt etwas off-topic, aber... Es wurde ein neues Mario und Luigi Spiel announced. Was für Störerklempner? Als hätte ich alle Zeit der Welt. Bringen wir es zu Ende. Oh shit. Jo, jetzt ist Lugmela auf ihrem letzten Stand und sie dreht durch. Aber ja, es ist ein neues Mario und Luigi Spiel announced worden für den 3DS Mario und Luigi Dream Team. Völlig 3D. Was ich gar nicht schlecht finde. Das wird sicher geil. Naja. Und Luigi hat wieder den... Oh, Luigi hat nicht den Tonnenfluch. Aber wisst ihr, was ich gerne sehen würde in diesem Spiel? Sirupnüsse. Oder Nusssirup. Oder irgendetwas, womit man beide BP-Punkte heilen kann. Weil... Wäre manchmal schon nützlich, wenn beide keine BP mehr haben und man schnell beide heilen muss. Aber... Ich habe bessere Ideen als Nintendo. Naja, wir müssen jetzt Lugmela erstmal töten. Und dann können wir über andere Sachen reden. Oh. Yeah! Wir haben es geschafft. Wir haben Lugmela besiegt. Angriff. Wow. Double Level Up. Und Leute auch. Leute, Angriff. Wie geil. Wie konnte das? Hey, Arin, Lugmela, ganz ruhig. Mit dieser Maschine sauge ich eure Energie auf.
Oh, oh, mein Krankfried. Noch einen letzten Hieb gegen diese Frechlinge. Verstanden. Oh, it's Gaylord. Nein. Schnell, in den Keller. Da finden wir die Sternbombe. Was? Die Sternbombe ist wild geworden, als sie die Stimme von Prinzessin Peach gehört hat? Warum die Sternbombe so auf die Stimme der Prinzessin reagiert hat? Dahinter steckt ein extrem erstaunliches Geheimnis. Wir können reden, wenn wir die Sternbombe wieder an ihren Platz gebracht haben. Schnell, fort mit ins untere Geschoss. Ich liebe diese Gay-Stimme. Hochschulkeller. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part holen wir uns die Sternbohne. Bis dahin. Tschüss.